Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Und für mich heute der letzten Folge ATS. So, aber wollen wir mal unsere Ware in den Hafen bringen. Wir haben noch ja so Stücke vor uns, ne? 600 Meilen oder so haben wir mindestens noch. Time to hit the road. Ja. Das heißt, kann sogar werden, dass es das wieder eine etwas längere Folge wird. Ja, wir wollen ja auch noch zu unseren Heimathafen cruisen. Da komme ich überhaupt durch? Nee, ne? Oh, weia, Alter. Nope. Das Schöne ist, hier ist mal, wenn man lädt, sind die Fahrzeuge neu positioniert. Zwischen sind andere Fahrzeuge da. Gut, weißt du was? Dann scheiß was auf die Gesetzgebung. Wir fahren einfach hier lang. So, ausgedribbelt. Matrix zerstört. So. Aber, wir machen mal hier direkt Musik an. Und rufen auf die Autobahn. Und jetzt mit Volldampf zur Dampfmaschine. So, und damit die Folge nicht ganz so lang wird und einfach voll Spaß macht, werden wir jetzt mal wieder ein bisschen seicht überholte Musik, Geschwindigkeit an Tag legen. Seicht überholte Musik klingt ein bisschen nach Nightcore. So, wie gesagt, pennen müssen wir dann auch noch bei der einen Stelle da. Gut, vergessen kann ich jetzt nicht, da wir da einen Marker gesetzt haben. Von daher sehen wir das ja. Außerdem ist das direkt an der Wiegestation. Wir werden also wahrscheinlich auch wieder zur Wiegestation reingerufen. Können wir also auch gleich wieder mitnehmen. Und hoffentlich können wir da auch wirklich parken. Denn wenn nicht, dann, ja, wie gesagt, da wo wir gerade eben waren, konnten wir ja auch nicht pennen. Dürfte also ganz schön spaßig werden. Aber so viel Reserve haben wir diesmal nicht mehr. Ne? Wie warst du schnell? Ich leg gerade erst los. Ha! So, machen wir hier mal Speedometer rein. So. Mal gucken, was der Kleine so schafft hier. So viel Fracht haben wir ja gerade nicht, ne? Oh, doch. Wow. Das ist schon stocker, ja. Also gut 10 Tonnen haben wir schon mal. Dann dürften wir die 100 auf jeden Fall nicht erreichen. Natürlich muss er da vorne nach links ziehen, obwohl vor ihm überhaupt nichts ist. Alter, was schon wieder los mit den Autos hier? Und er fährt direkt wieder nach rechts. Und war. Bleibt da jetzt! Sonst klatscht es hier mal kurz. Was ist los mit, dieser Polizei im Lande? Links, rechts, links, rechts. Der hat sich wohl an seine, an seine Sirene orientiert. Wenn die leuchtet, fahr ich links. Wenn die aus ist, fahr ich rechts. Hey, geht nicht. Hä, was stimmt da nicht? Voll die Pisser hier. Machen die bestimmt mit Absicht, um andere Autofahrer in die Bredouille zu bringen. Und dann zu sagen, ja, aber sie sind wir reingefahren. Außerdem hat ja die Polizei sowieso immer recht, ne? Und selbst wenn nicht, warten sie darauf, dass sie ein Schwarzer reinfährt. Dann haben sie sowieso immer recht. So, hier muss jetzt gleich unsere Stelle kommen, ne?
Ja. Dann fädeln wir uns hier mal ein. So, 5. Ach, hier, da waren jetzt wieder 15. Ja, dann laufen wir den. So, geparkt wird dahinter, okay. Oh ne, da unten wieder so eine Parktaschen. Oh Gott. Oh Gott. Das verspricht spaßig zu werden. Ich darf aber mal speichern. Denn das wird nie im Leben was. Können wir direkt vergessen. Aber ja, aber ja, aber ja. Wie machen wir das am dümmsten? Der wird uns hier sowieso nicht parken. Können wir vergessen. Der wird uns hier nie im Leben parken lassen. Achso, jetzt ist das auch wieder zu Ende. Ugh. Können wir noch original vergessen? Ah, ah, ah! Oh! Ja! Oh, komm, 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 komm! Schau, schau! Ja, 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 ja. Ah! Natürlich! So, gut an der Ecke vorbeigekommen, sehr gut. Wow, 116 Dollar, Alter, krass korrekt. Können wir direkt hier alles zurückgeben. Nice. Dann können wir uns ja wirklich bald neue LKWs holen. Also erstmal die Garage ausbauen. Aber eben, dann haben wir 10.000 Euro brauchen wir für die Garage zum Ausbauen. Oder? Ich glaube ja. Garage. Genau, 10.000, also 100.000 natürlich, klar. 100.000 brauchen wir zum Garage ausbauen. Dann haben wir noch weit über 200.000, wenn wir unseren Auftrag ausgeführt haben. Und damit kriegen wir dann noch locker noch 2 LKWs gekauft. Also, zumal wir es dann ja auch noch unsere Mitarbeiter auch noch ganz eingebracht haben, sollte also eigentlich alles passen. Sehr schön. Tja, aber unsere Rundumleuchten blinken gar nicht so sehr. Nicht nur auf dem LKW. Da blinkt gar nichts. Hallo? Ist unsere Rundumleuchte wieder aus? Hä? Ist doch an! Ich sehe auf der Straße nichts. Ist ja verrückt. Eieiei. Gut. Was ist gerade mit der Map los? Oh, der hat den Punkt nicht zurückgesetzt. Der hatte gerade schon, ich bin ganz, ganz falsch irgendwo abgebogen, aber ne? Der hat nur nicht registriert, dass wir da lang gefahren sind. Warum auch immer. Normalerweise hatte der eine gewisse Toleranz. Und nah genug an dem Punkt war er auf jeden Fall. Sehr suspekt. Oder er hat den Punkt auf der Autobahn gesetzt und nicht bei dem, bei der Parktasche. Kann man jetzt im Nachhinein natürlich nicht mal sagen. Also, ich kann mir zwar nachher die Videos angucken, aber dann ist eh zu spät. Von daher, nehmen wir es einfach so hin, wie es ist. So, Tempomat rein. Let's go. Wobei mit 100 hier bei der nassen Fahrbahn fahren, klingt auf dem ersten Ohr ganz schön risky. Klingt im ersten Moment. Ich bin mal gespannt, ob es wieder Nebel wird, sobald es hell wird, ne? Weil jetzt sieht es einfach noch nicht so neblig aus, aber die Bäume im Hintergrund, die werden schon ganz schön semi-transparent. Also. Ah ja, erstmal darauf achten, dass wir hier nicht zu sehr wegrutschen. Ah. Und hoffen, dass uns die ganzen Autos nicht die Autobahn voll parken. Und Leitplanke auch noch. Vor allem mit dem Auflieger hier auf der Punchbus zu überholen. Der zieht halt ganz schön nach innen, ne? So, da vorne kommt auch noch eine Ausfahrt.
bleibt also spannend, aber wir haben es geschafft. Sogar wieder geblitzt und gedonner. Nice. Weißt du was? Ja, ein bisschen Ambiente. Die Blitze sind schon echt gut gemacht, aber wie gesagt, der Donner ist halt viel zu leise. Den hört er quasi gar nicht. So, da vorne packen wir schon wieder alle Spuren zu. Sehr geil. Oh ja, der Nebel kommt. Das war's mit dem Speeden. Ja, können wir es aber auf jeden Fall vergessen, was wir jetzt in der Folge schaffen. Das wird nichts. Vor allem, wenn ihr so wie hier jetzt immer ohne alle bremsen. Also. Hat sich das also auch erledigt.
garantiert nicht. Weil gerade jetzt gibt es an einer mindestens.
Ja, weiß nicht, 28 Minuten. Ha. 2:14 hätten wir noch vor uns. Ey, ich glaube, die machen wir noch. Ich habe mal locker. Jetzt können wir wieder mit rumspeeden hier. Sollte also ein Klack sein. Weißt du, gerade eben noch voll Nebelring, alles dunkel und Weltuntergang, und jetzt auf einmal klarer blauer Himmel. What? How is it even possible? Ah, der wieder mit seinen leeren Heuballen. Die ganzen Heuballen sind wahrscheinlich nur so eine Amazon-Kartons, die anders texturiert sind. Getarnte Drogen. Wobei, fällt mir gerade so auf, in Heuballen kannst du wirklich sehr leicht Drogen einfach reinstopfen mit. Vielleicht gar keine so schlechte Idee. So, wir machen ja vorne schon wieder für Kindergeburtstag. Voll abgedrängt. Oh, da wollen wir schon wieder bewölkt. Kommt gleich der nächste Ring oder was? Bitte nicht. Aber war mal wieder eine schöne Aktion. Hat sich echt gelohnt mit dem in der Nacht fahren. Ich finde dieses ASMR-Kunstwerk immer so schön. Regen, dazu noch ein bisschen Motorgeräusche, schöne Fahrgeräusche und so. Ist schon eine geile Kombi. Wisst ihr, sobald du einmal eine Fahrstation einfach umfährst, obwohl du rauf sollst, kannst du alle anderen auch immer umfahren. Aber wenn du nimmst eine, dann musst du auch die nächste normale nehmen. Das ist so komisch. Kann mir doch keiner sagen, dass das bisher immer nur Zufall war. Aber warte, 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 warte. Alles voll Idioten hier. So, ich glaube, ich kann man mittlerweile auch ausschalten. Wobei ich in der Nebel ab und zu Lichtgruppe gemacht habe, hast du auch nicht gesehen. Wow, stockert hier schon wieder ganz schön. Und ja, das war gerade schon riskant. Wenn der gerade nach rechts gezogen wäre, gute Nacht. Dann hätten wir 100 Punkte. Und auch in Flensburg. Ein paar. 100. Was? Die Autos, die klingen immer so komisch. Weißt du, so die Sportwagen, die klingen immer wie als wenn die irgendwelche, weiß nicht, gerade Sterne und E-Motoren eingebaut hätten. Und so die kleinen Smarts, die klingen immer so, wie wenn die einen 500 PS Motor drin haben. Was ist los mit denen? So, da vorne ist wieder eine Amazon-Lieferung.
So, noch 90 Meilen, das ist ja gleich da, gell? Ah, wieder eine Spurverengung. Alter, das mit dem Auflieger, ey. Mir ist auf einmal so anders zumute. Schönes Ding. Das Ding muss man klippen, Alter. Das ist ja... Wenn es das nicht war, was dann? Ja? Wie soll man euch dann sonst glücklich machen? Heieiei. Ich bin auf einmal so wach, so munter. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. So, vorne geht's auch schon ab. Was ist das denn für eine... Dreimal hier im Kreis fahren? Lol. Na gut, okay. Hier runter geht's ja nicht. Da fahren wir gerade drüber. Und dann, ja, dann bleibt da bloß noch die übere... die Streckenführung da hinten. Oh, da ist es halt so. Aber können wir mal langsam hier vom Gas gehen? Schon wieder komplett abgestiegen geblieben hier. Ogden. Haben wir auch grün? Ja, ne? Sieht so aus. Oh, aber wir haben hier rot. Ganz ehrlich. Hat er eh gleich grün, aber hey. Da hat sich jetzt gerade voll gelohnt. Sag ich doch, hat sich voll gelohnt. Ha! Wir haben ihn voll überholt, Digga. Boah. Wow. Ey. Nicht so hart nach rechts lenken hier. Die Frau da hinten, mit den Kinderwagen, sah gerade aus der Ferne so aus, als wenn sie da lang schweben würde. What the fuck?
Das sah gerade richtig skurril aus. So, da sind wir bei Canvas. Ich glaube, wir waren jetzt sogar schon mal, ne? Wobei, nee, der Wetter gelb. So, wo sind denn jetzt eigentlich? Obwohl ich so komplett falsch fahre. Ach, da. Oha. Das war spannend aus. Das sieht aber machbar aus. Yay. So. Bam. Oh, Alter. Das nehme ich mal. Haarscharf demoliert. Was macht das überhaupt noch Sinn? Aber komm, machen wir mal wieder um weiter hier. Hopp. So. Dann fahren wir jetzt noch ganz schnell in den letzten paar Minuten zu unserer Heimat. Salt Lake City ist ja direkt hier nebenan. Das ist doch unsere Garage, oder? Das muss ja unsere Garage sein. Oder? Warte mal kurz. Braun? Genau, eine Garage. Ja, genau. Und dann sind wir da. Easy. Drive safe am Arsch. Wow. Boah, Alter, mach ich hier gerade. Alle sind böse. Denn das blaue Schild ist böse, der Zaun ist böse, die Laterne ist böse. Oh, hallo? Die Laterne ist böse. Digga, guck mal nicht mehr weg hier. Wie soll man denn hier, wie soll man denn, bitte schön, wie soll man denn hier, wie soll man denn, was soll man denn überhaupt? Kann man hier noch ein bisschen nach da? Fa. So. Gas hart nach da. Jetzt fahren wir hin und her. Oh, das dauert ja wieder. Da war der wieder hier. Ne, es wird nie im Leben was. Hol die dazwischen auf Liga. Ganzen Platz und ich sehe schon wieder nichts mehr. Oh Mann, das wird ja nie im Leben was. Oh, lieber Auflieger, bitte verzeih es mir. Oh, bitte verzeih mir. Oh, es tut mir so leid. Puh, das war ja herzerwärmend. Die Stockerpartie hier auch. So, den Zug schieben wir einfach mal kurz weg. So. Dann also einmal die gleiche Strecke zurück. I got this. Das ist ja eine schöne Gegend. So, da vorne ist wieder Verkehr, muss ich auch schon aufpassen. Aber sieht alles frei aus. Oh, und das ist eine Mittelinsel. So, der hat mal auch. Oh, wo kommen die ganzen Autos her? Wir hatten die bestellt. So. Natürlich ist da vorne rot. Und natürlich ist uns das scheißegal. War das jetzt intelligent? Ja. War voll geplant. Genauso war es geplant. I swear. Tu Walla Habibibi. Das ist mein neuer Gott. Oh Gott, ist das ein Gott. Oh Gott. So. Eieieiei. So viele Kurven hier heute. Alter, stockert der schon wieder. Ist ja hier 10 Bilder pro Sekunde. Oh, hier geht's wieder. Diese Spiellogik.
Ja, also die Fahrmanöver ist schon wieder eine gelungene letzte Folge. Das kann man ja nicht anders sagen. Ja, das ist ja, ist das ja, das ist ja. Fahren hier ein Stück Autobahn und dann sind wir schon direkt in unserer Stadt. Und nächstes Mal können wir dann erstmal einmal kurz pennen gehen und dann einmal tanken gehen und dann sterben gehen. Aber die wollen natürlich auch alle nach rechts. Scheiße, jemand dann. So, unsere Garage haben wir gerade eben vor kurz gesehen. Fahr doch, fahr doch, fahr, fahr, fahr. Gerade schon wieder mit dem Spiel hier los. Auf die letzten 5 Minuten gibt es schon wieder Stockerpartie am offenen Fußball. Komm, wart, wart, wart mal. Die Lahmherrsche. Die auf meiner Spur, ich glaub's ja. Die gehört mir, die habe ich gekauft, gepachtet. Es ist aber nicht possible. Das hier ist Mission Impossible. Nein, mit dem Auflieger garantiert nicht. Digga, was ist los mit der Dame? Oh, tanken wir jetzt auch noch schön. Bringt schnell den Auflieger weg. Dann pennen wir noch schön. Und dann soll es für die Folge auch Feierabend sein. Hoffe, es wird nicht nur eine lange Folge, sondern eine super lange Folge. Komme ich überhaupt lang? Ja, sieht gut aus. Sehr schön. So, da kann ich wieder raus. Sieht so aus. Ja. Sehr geil. So, Straße ist so semi-frei. Das, was ich gerade gesehen habe, war halt frei, ne? So. Und wir haben grün. Passt doch. Oh. Und wir sind wieder da, wo alles begonnen hat. So. Hopp. Dann Auflieger. Danke für die Ehre. Danke für die Ehre. Oh, ja, komm. Geschenkt. So. Und dann würde ich mal sagen, das war eine gelungene letzte Folge. Und ja, wir sehen uns dann wieder, wenn es denn dann heißt. Ja, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder mein Test gibt, glaube. Ja, müsste ja. Ja, bis dann.